Jannenmatte 18. Eine Tageskarte. Jawohl, sehr gut. Ja, danke vielmals. Schönen Tag. Adieu. Danke. Geschäftsführer Andreas Wittmer wäre bereit für die Skisaison, aber es fehlt noch der Schnee. Weihnachten, Neujahr haben wir irgendwie Plan B. Wenn es jetzt nicht würde Schnee geben, hätten wir das Bergrestaurant in Betrieb. Oben am Restaurant ein Trampolin und Ponyreiten. Das werden wir anbieten. Wenn Ponyreiten statt Skifahren im Angebot steht, dann ist man wohl in einem Skigebiet unter 2000 Meter Höhe. In einem Gebiet, wo sich Menschen gegen das drohende Ende des klassischen Wintertourismus stemmen. Grad plus. Im Berner Oberländer Diemtigtal könnte man 3 Wochen vor Weihnachten noch Mountainbiken, aber nicht Skifahren. Die Bergbahnen Wirjehorn durchleben schwierige Zeiten. Nur dank finanzieller Unterstützung der Gemeinde und neuer Investoren konnte man vorletztes Jahr einen Konkurs verhindern. Der Winterumsatz ist sehr zurückgegangen. Also Jahr für Jahr? Jahr für Jahr zurückgegangen und die letzten 5 Jahre, sagen wir jetzt mal, ist es kritisch geworden. Da waren 2 drin, die noch nicht so schlecht waren. Aber dann waren 2 Winter drin, die dann katastrophal waren. Wie nach dem Neujahr ist man praktisch nicht gefahren. Mir ging das Gefühl, das ginge. Und mir hat es auch gut auf dem Schlitten gehabt. Wirklich. Und dann haben die letzten schlechten 3-4 Winter in den Knick gebrochen. Andreas Wittmer ist seit Jahren technischer Leiter der Wirjehornbahnen. Wegen eines Abgangs in der Geschäftsleitung hat er letzten Frühling auch noch die Finanzen und das Personal übernommen. Derzeit dreht sich fast alles ums Wetter. Samstag Schnee, ja, aber 5 Grad. Ja. Gut. Jawohl. Der Wanderer. Aber jetzt, ich bin sehr froh, hat es jetzt noch geregnet und ist jetzt noch warm. Weil es hätte ja können sein, dass es jetzt kalt war. Und wir hätten beschneit. Aus der Wärme gebrochen wäre, wenn wir einen beschneit hätten. Und mit dem Schnee um hätten können zugucken, wie der Bach abgeht. Das Beschneien der Pisten ist unmöglich. Im Moment bleiben ihm nichts anderes als Wartungsarbeiten. Wie wichtig ist jetzt eigentlich das Skigebiet, also zum Beispiel die ganze Infrastruktur dahinter? Ist das jetzt auf den Winter ausgerichtet? Oder? Ja, also hier die Gebäude, die man hier hinten dran sieht, sind überall Ferienwohnungen drin. Die sind ziemlich auf den Winter ausgerichtet. Ja. Wir sind zu Weihnachten, Neujahr sind die zu 100% besetzt. Ja. Ja, ziemlich, ja. Wie waren die Reaktionen? Mach nur. Das hört ihr nicht? Ja. Seltsam. Jetzt. Wir haben Bahn Wittmer. Salut, Ralf. Wittmers Telefon klingelt häufig. Er muss sich um alles kümmern. Noch ist er entspannt. Dann rechnest du mit dem ersten Einsatz von der Kanone. Nächste Woche. Sag, ich bin jetzt zuversichtlich. Sehr. Ja, Leute. Langzeitwetterprognose sollte es nächste Woche einen Kälteeinbruch geben, aber das ist ja. Langzeitprognose ist ein bisschen schwierig. Zwei Tage vor Weihnachten. Eigentlich war für heute der Saisonstart geplant.
Zwar hatte man davor während ein paar kalten Tagen beschneien können, doch dann hat es die Piste verregnet. Was hier geht? Ich kann mir Hocken suchen. Ich will im Schnee noch suchen. Ein bisschen laufen. Das ist der Direktor. Hallo. Ich wollte kurz eine Frage. Ihr wollt auf die Uhren schieben. Nicht auf die Uhren schieben. Das ist nicht schön. Nicht schön. Ein bisschen suchen. Ja. Ja. Was meint ihr? Was das scheint ja finanziell ein bisschen Problem. Ja. Was bedeutet das Gebiet? Wenn jetzt das nicht würde überleben. Also für das Tal wäre es schade. Auch für die Touristen, die aus. Ja? Ja. Ist halt, ich soll sagen, finanziell ist halt hier auch noch. Ich sage einfach, die Leute ist günstiger, oder? Ja, wenn man jetzt die vier grossen anschaut, die wir hier im Mutterland haben. Vierköpfige Familie scheisst, vielleicht ein Loch ins Portemonnaie, die Tagesscheine, oder? Ja. Ja, ich sage jetzt auch Raum tun und so, ist halt, es ist nach hier. Und, ja. Das ist Familienfremd. Wir vermassen noch, oder? Das Regenwetter. Es ist das alles beherrschende Thema. Ja. Ja. Ist schade, hä? Ist die Saison nicht grün im Moment? Definitiv, ja. Hast du gesehen, wie es der Schnee hat? Traktiert. Das hätte ich mir gedacht. Aber ich weiss, wie es ist. Da kannst du am Abend hier gehen, bis der Top. Und dann ist das, kommt genau das Wetter. Am Morgen kommt der Zogenwasser. Ja. Ist, ja, nein, jetzt bin ich gerade oben runtergelaufen vom Restaurant Alpschwarzenberg. Voll Eis. Und jetzt morgen hat er ja. Voll Eis. Ihr habt das Bergrestaurant hier? Genau, ja. Wir haben das gemietet über den Winter. Ja. Sonst sind wir Seeländer, kommen von Bargen, die Arberg. Ja. Und haben jetzt mal die erste Saison, wo wir das mieten konnten. Ja. Die erste Saison? Die allererste Saison, genau. Und ja, hoffe einfach ein bisschen auf Schnee und dann auch entsprechend auf die Leute. Viele kennen das von früher nachher. Ja. Es sind viele, die jetzt wie die Hornsee Ski fahren, schon mit meinem Vater gegangen in den 70er Jahren. Und was bedeutet das für euch jetzt? Ja, bis jetzt einfach Ausgaben fangen. Ja. Also irgendwann ist der Jumbo zu fliegen kommt. Ja. Aber ja, wir sind immer noch zuversichtlich. Die Bahn ist für viele Menschen im 2000 Seelental wichtig. Auch für Bauer Hans-Rudi Reber. Wenn im Diemtigtal Schnee liegt, arbeitet er Teilzeit am Lift. Wann habt ihr angefangen zu arbeiten auf der Sesselbahn hier? Im 2007. Und wieso? Ja, also ich habe da mit ihm zusammen gecoacht und dann ist er hier bei der Grimmelbahn angestellt worden. Und dann ist, ja, eigentlich hat der Zufall der Schlag draussen gewerkt. Und sie waren gerade zu wenig Leute. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich mal auf ihn schnuppern kann. Und seitdem bin ich dort. Und was gibt denn der Job? Ja, also abwechselnd. Ich habe nicht nur Kühe und Holz gesehen, den ganzen Tag. Aber ich würde gerne mit Gästen reden. Sie müssen sich ein paar ständig aufführen. Es geht schon noch abwechselnd zum puren Alltag. Und finanziell? Ja, finanziell ist schon noch ein Zustopf. Im Winter läuft die Landwirtschaft nicht so viel. Da kann man locker, es ist schon das gäbige Arbeitszeitverhältnis so. Vom 9 oder um 8:30 bis am Abend, um 4, 5. Ich will morgen Abend bei den Stall machen. Nicht ganz gleich, wie man vom Bau ging. Um 7 Uhr müsste ich anfangen, um 7:30 bis 6 Uhr. Ja. Aber dass die Gemeinde jetzt die Bahn unterstützt, finden Sie das richtig? Also, da haben wir viel dran, das ist schon noch gut. Es ist einfach eine Frage, wie lange das geht. Die Generationen, die jetzt sind, die hängen dort dran und die sehen das. Und da die nächsten paar Generationen das weiterhin gestellt, so zu unterstützen.
schwer zu sagen. Aber ja, Bewertung ist sicher noch richtig und gut, dass gemacht wird. Die letzte Finanzhilfe über 150.000 Franken wurde an der Gemeindeversammlung klar angenommen. Bei 268 Anwesenden gab es lediglich 16 Gegenstimmen. Zuerst mal offen für die Skifahrer heute, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Die Skifahrer haben zuerst mal offen, gestern im Recht für Schlittler, für Wandern offen gehabt. Und wie ist es so, die Gefühlslage jetzt? Ja, jetzt ist sie gerade wunderbar. Wenn man sieht, hier oben ist grün und ziemlich weit hoch grün, dass man hier die Auenabfahrt offen haben kann, ist natürlich wunderbar. Aber sind Sie zufrieden, so wie es läuft jetzt? Jetzt sind wir ja, für einen Betrieb, den wir anbieten können. Es ist irgendwie sehr schön, wie Gäste da sind. Ja. Jetzt das mit dem Ponyreiten und mit dem Trampolin, und das ist jetzt keine Option mehr? Das ist keine Option mehr. Jetzt haben wir wirklich einen schönen Skibetrieb. Oben haben wir ein Schlittenangebot, ein Wanderangebot im Schnee, im schönen Winter. Und dann passt das irgendwie sehr gut. Die Skilifte oben stehen allerdings noch still. Zum Leidwesen der Pächter des Bergrestaurants Schwarzenberg. Dem Ehepaar Martin und Andrea Bieri. Immer noch guten Mutes. Ja, ja. Hier ist natürlich für uns jetzt match entscheidend, was passiert, ob sie jetzt da den Lift anlassen oder nicht, oder? Dass die Leute hier mit den Ski hier suchen können. Aber beschneit wird hier nicht? Mal, da wird dann auch beschneit. Aha. Aber es ist natürlich die erste Priorität, die sie unter die Allstation, dass sie dann auch Jachen fahren können. Dort können sie auch Nachtski fahren, können auch den Schlittenweg gehen, oder? Mhm. Und das ist halt immer eine Frage der Ressourcen auf diesen Höhe, oder? Wie viel Geld hast du, für das alles zu investieren? Die zweite Prio ist hier der Kinderlift, oder? Und die dritte ist dann der Doppellift hoch, ja. Und hinten der Homat. Oder? Ja. Und von dem her wären wir froh, wenn sie mal den zweiten auch beschneien würden. Aber jetzt ist es halt schon wieder relativ warm. Wir merken so, jetzt ist es schon viel wärmer als gestern. Den ganzen Vormittag lassen sich nur diese beiden blicken. Freunde der Bieris, die im Betrieb mithelfen. Andrea Bieri und ihr Mann haben rund 25.000 Franken für die Saison investiert. Darum hoffen sie so sehr auf Schnee. Wie viel fehlt noch? Vielleicht 30 cm fehlt schon, würde ich sagen. Das wäre schon noch wichtig, oder? Ja, das wäre wichtig für uns, ja. Und auch hier sicher, ja. Sonst können wir die Skifahrer nicht hoch. Aber jetzt hoffen wir auf Wanderer. Nix war's. Der Tourenskifahrer verpflegt sich selber. Ha? Doch dann, ausgerechnet beim Mittagessen, endlich die ersten Gäste. Schön hinter dir den Weg durch. Jetzt haben wir wirklich bald gemeint, es kommt gerade niemand. Oh, ausgerechnet, heute kommt wirklich niemand. Wir sind extra von Bern hergekommen. Wir haben gesagt, jetzt gehen wir ihr ein bisschen Schnee zeigen. Super. Immerhin. Bis am Abend werden es 741,50 Franken Umsatz sein.
Bis sich die Investitionen decken, ist es aber noch ein weiter Weg. Nur 5 Festangestellte arbeiten bei den Virjehornbahnen. Aber rund 50 Personen sind, wie Bauer Hans-Rudi Reber, im Teilzeitpensum angestellt. Hey, der Fredka. Ja, es war schon noch gut, jetzt los. Aber sind noch nicht alle im Einsatz, hä? Nein, nein, es nimmt es nur mal für ganz wenige. Für viele unter der Bahn und hier oben etwas patrouillieren. Und wieso haben sie einen genommen? Haben sie die Besten genommen, oder? Ich weiß nicht, ob das nachher schon gewählt wurde oder wie. Nein, das wurde so eingeteilt. Und dann ist es für mich diese Woche fertig. Dann wird die schon abgewechselt. Das ist nicht, dass da ein Privileg kam. Und der Schnee? Was hat es melden? Ich bin gar nicht im Bild, dass das Petrus wollte. Sie haben mich schon gespürt, man doch das. Ja, ich habe mich auch nicht mehr auf das Gefühl verlassen. Nur meine Gefühle, die das so aufschneiden. Trotz schwierigem Beginn, der Saisonstart ging doch noch irgendwie über die Bühne. Es hat in den letzten Jahren schlechtere gegeben. Einen Monat später. Dietzigen Dorf. Es hat viel geschneit. Alle Lifte laufen. Aber es gibt beunruhigende Nachrichten. Geschäftsführer Wittmer war eine gute Woche für fast niemanden erreichbar. Er musste eine Auszeit nehmen, hieß es. Oh. Jetzt. Wir fahren mit Andreas Wittmer zum Bergrestaurant Schwarzenberg, zu den Bieris. Er sagt uns, er habe alle Managementämter an den Verwaltungsrat abgegeben und sei nur noch für das Technische verantwortlich. Das Schönste ist irgendwie am Ganzen, als ich daheim die Kinder informiert habe, irgendwie Welt zu früh an meinem Entscheid. Kind? Ja, die wirklich früh hatte. Da hatte ich etwas Angst davor, weil die ging. Ich war extrem stolz darauf, dass ich hier der Chef bin. Und dass ich sagen kann, sie gehen zu mir einfahren. Und sie haben das sehr, sehr gut aufgenommen, sehr begrüßt. Könnt ihr nachvollziehen, was er gemacht hat? Ja, absolut. Mhm. Absolut. Also wir haben ja gesehen, wie er Tag und Nacht gearbeitet hat. Am Abend ist er helfen schneien. Am Morgen war er wieder aus dem ersten Tag, wo die Saisoneröffnung war. Er war auch unten. Er hat mit diesen Leuten geredet. Und ja. Mehr kannst du nicht machen. So einfach ist es. Und mit uns hat er auch allen Orten geholfen. Oder? Wenn wir ein Anlegen hatten, ja, ist er auch bereit und hat immer gesagt, du Leute da, wenn etwas ist. Oder wenn du nicht rauskommst, oder wenn du nicht nachkommst, sagt mir, sie helfen dir, ich mache, ich schaue, ich tue. Solche sind Gold wert für ein solches Skigebiet. Aber für mich auch absolut verständlich, dass irgendwann ist. Hast du es einfach gesehen. Ja. Das ist flott, das ist schön zu hören. Ja, weißt du, wir wissen das. Aber ja. Für mich war es halt wirklich wichtig, echt die Priorität anders zu setzen. Mhm. Weil, ja, ich wäre wahrscheinlich so nicht weiterkommen. Ja. Ich wäre nur noch rückwärts. Und, also mir geht es so, seit einer Woche geht es mir wirklich anders. Mhm. Mir ist wirklich ganz anders zu Mut. Einfach auch besser zu Mut. Aus vor einer Woche. Ah. Herzlich willkommen.
Ein Höhepunkt der Saison, das grosse Familienskirennen. Der Schnee sollte am Virjehorn bis Saisonende reichen. Aber es findet ein Umdenken statt. Man will in Zukunft vermehrt auf Sommertouristen setzen und unabhängiger sein vom Winterwetter. Was zieht ihr für Lehre daraus für die Zukunft, was den Winter betrifft? Also das wissen wir, dass das eine zweite Partie ist und auch bleibt. Und das, wir sind auch so ausgerichtet, also richten es auch so aus, dass das eben die zweite Partie irgendwie nicht so geben oder nicht ist. Dass wir irgendwie im Sommer ziemlich ein Polster können schaffen, dass wir dann irgendwie dann nicht auf den Winter her müssen, etc. Jetzt muss es unbedingt schneien. Aber es braucht sicher noch ein Jahr, zwei Zeit, bis das wirklich, ja, vielleicht sogar drei oder vier Zeit, bis wir den Sommer so weit haben. Jetzt, das nächste Jahr, das war eine einmalige Übung, oder? Könnt ihr das nochmal wiederholen? Das werden wir noch entscheiden. Also jetzt müssen wir sicher erst die Saison fertig machen, Bilanz ziehen, schauen. Es muss nicht so viel sein, aber etwas bleiben. Weil sonst macht es einfach schon nicht so Freude, wenn man eigentlich gerade alle Rechnungen hat, zahlen und fertig. Und von dem her schauen wir, wie das rauskommt bis Ende März. Und dann sehen wir es dann, ob wir es noch einmal machen oder ob das eine einmalige Übung gewesen ist. Aber wenn, das war sicher eine schöne Übung. Jetzt ist eben Winter. He? Ich glaube, die Leute wissen gar nicht, was Winter ist. Jetzt wissen sie es nicht. Schön, he? Warte mal.